Vielleicht lernst du ja auch jemanden kennen. Vielleicht. Willst du dich denn stören? Komisch wär's schon. Ich gehe so bald wie möglich nach Stralsund. Es ist besser so. Willkommen an Bord. Ich könnte dir alles geben. Geld. Macht. Abenteuer. Liebe. Danke. Kein Bedarf. Ich bin sehr glücklich mit Julia. Auf das, was Sie mir bieten können, kann ich locker verzichten. Haben Sie im Ernst geglaubt, ich würde was von Ihnen wollen? Ich wollte Sie nur mal testen. Ach, testen. Klar. Schwiegermama. Wie auch immer. Ich glaube, wir beenden den Abend, Herr Lieber. Nur noch eins. Lassen Sie die Finger von Julia. Suchen Sie sich lieber eine, die zu Ihnen passt. Eine Sekretärin oder eine Friseuse. Für wen ich mich entscheide, ist immer noch meine Sache, ja? Ich kann sehr ungemütlich werden, wenn es nicht so läuft, wie ich will. Mir können Sie nicht drohen. Ich werde es nicht zulassen, dass meine Tochter einen Versager heiratet. Was wollen Sie dagegen machen? Das werden Sie sehen. Und jetzt raus. Sophie, na, wie geht's? Ja, das wollte ich ja eigentlich dich fragen. Naja, ganz gut soweit. Was trinkst du denn? Ein Wasser. Oh, ich sehe schon, du hast dem Alkohol abgeschworen. Naja, nach den Moralpredigten auf der Verlobungsfeier habe ich die Lust am Trinken erstmal verloren. Na, dann spare ich mir weitere Belehrungen. Und? Wie läuft's mit dir und Gero? Ja. Ganz gut. Wir übernachten heute sogar mal bei ihm. Oho. Da wird Barbara ja morgen früh Augen machen. Ach, glaube ich nicht. Sie weiß ja, dass wir befreundet sind. Ja, weiß sie auch, dass sie... Nein. Aber an den Gedanken wird sie sich auch gewöhnen. Ich meine, wir sind ein hübsches Pärchen, oder? In einer nicht ganz alltäglichen Beziehung. Ja. Sag mal, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie das wäre, wenn sich Gero plötzlich wieder... anders? Du meinst, wenn er Bock auf Männer hat? Hm? Natürlich habe ich das. Aber er könnte sich genauso gut in eine andere Frau verlieben. Was die Beziehung nicht gerade einfacher macht. Er hat die größere Auswahl. Ach komm, ich könnte mich genauso gut verlieben. Auch wieder richtig. Ach, weißt du was, Sophie? Wenn es bei uns beiden damals was geworden wäre, wir hätten uns so viel Ärger erspart. Dann hätten wir anderen Ärger gehabt. Tim? Hi. Hey. Ich komm gleich, ja? Wie war's? Ganz nett. Wie ganz nett? Naja, wir haben uns ganz gut unterhalten. Aha. Worüber? Alles möglich. Könntest du dich vielleicht ein bisschen genauer ausdrücken? Hat das nicht Zeit bis morgen? So. War irgendwas? Nein, alles okay. Warum bist du dann so komisch?
Du hast gesagt, du willst sie näher kennenlernen. Wie ist dein Eindruck von ihr? Naja, ich kann mir jetzt zumindest mal vorstellen, warum sie keine irgendwo dabei haben will. Sag mal, was hat sie dir eigentlich getan, dass du so wenig von ihr wissen willst? Komm, lenk mich ab. Ich lenk mich ab, du lenkst jetzt ab. Du wolltest mir das schon lange erzählen. Als ich damals Leukämie hatte, da hat sie verschwiegen, dass ich noch einen Zwillingsbruder habe und ich wäre deswegen beinahe gestorben. Das ging da um die Knochenmarksspende. Und dann hat sie sich noch 1000 andere Schoten geleistet. Vor allem Christoph hat sie das Leben zur Hölle gemacht. Naja, es ist auf jeden Fall besser, so wenig wie möglich mit ihr zu tun zu haben. Dann gibt's auch keine Reibereien. Mhm. Und so auf Distanz kann sie sogar manchmal ganz nett sein. Auf jeden Fall finde ich es ganz prima, dass du versuchst, mit dir auszukommen. Schließlich wird sie für den Rest deines Lebens deine Schwiegermutter sein. Mhm. Ist Ecki soweit? Gleich. Na gut. Na komm, mein Schatz. Es werden so schöne Ferien werden, auch ohne Ecki. Du wirst sehen. Das glaube ich nicht. Doch, 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 doch. Wir machen uns das ganz schön. Wir fahren übers Wochenende ans Meer, du kannst in Friedenau reiten. Na geh, lass den Kopf nicht hängen. Außerdem kannst du Ecki jederzeit anrufen. Natürlich nur, wenn er nicht stundenlang quatscht. Hm? Morgen. Morgen? Na hör mal, es ist schon Mittag. Sag mal, ist noch Kaffee da? Ja, ich glaube schon. Auch für zwei? Was, für zwei? Ja, ich habe Besuch. Besuch? Klar, ich habe gerade geduscht, als der Besuch sich die Zähne geputzt hat. Also sag mal, Gero, muss das jetzt sein? Was? Was, meine Tochter mit irgendeinem Mann im Badezimmer? Morgen allerseits. Oh, Sophie. Guten Morgen. Morgen. Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Ich wusste, dass du dich freust. Ach ja? So, damit musst du dir die nächsten Tage erstmal satt werden. Na, dann wollen wir mal sehen. Was wird das? Weiß noch nicht. Ich hab's gekauft, weil es so lecker aussah. Naja, eigentlich überlegt man sich das, bevor man einkaufen geht. Aber wart mal. Oh, das könnte was sein. Etwas mit viel Gemüse. Kannst du's lesen? Na, geht so. Couscous hat meine Mutter immer sehr gerne gekocht. Ja, dann lasse ich doch lieber die Finger davon, ach, oder? Komm, so schwierig ist das auch nicht. Da ist jeder Schritt idiotensicher aufgeschrieben. Mhm. Mein Vater isst das sicher gerne mal wieder. Haben wir Hartweizengrieß? Sekunde. Ja. Und Kichererbsen? Oh, Glück gehabt. Ich hoffe, die sind noch in Ordnung. Die stehen schon ewig hier. Mal sehen. Haltbar bis 10,98. Na bitte. Da kann ja nichts mehr schief gehen. So, das wär's. Also mehr hätte auch nicht reingepasst. Mach mal die Augen zu. Na los. Du kannst sie wieder aufmachen. Was denn? Einer unserer Keimlinge. Kleines Souvenir von unserem Bioprojekt. Danke. Ich habe aber auch noch was für dich. Hier, ein Prinz für den Prinzen. Wenn du angekommen bist, rufst du an, versprochen? Versprochen. Und du schreibst. Du aber auch. Klar, du musst doch wissen, was in deiner alten Heimat alles so abgeht. Also, wir müssen. In 30 Minuten geht der Zug. Okay. Soll ich nicht doch lieber mit zum Bahnhof kommen? Nee, lieber nicht.
Außerdem ist ja gar kein Platz mehr im Auto. Schade, dass Theo Tränenfresser noch nicht wieder ganz gesund ist. Ansonsten hätte er jetzt gut was zu fressen gekriegt. Das Essen ist sofort fertig. Gibt es Sie Ärger im Büro? Wie kommen Sie darauf? Sie sehen nicht gut aus, richtig mitgenommen. Das kommt von der vielen Arbeit. So. Bitte sehr, der Herr. Danke, 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 es geht schon. Voilà. Riecht aber gut. Was gibt's denn? Couscous. Die Hauptsache ist der Hartweizengrieß. Was Sie nicht sagen. Tja, dann. Ziemlich harter Menschenschlag, diese Marokkaner. Komisch. Ich hab's genauso gemacht, wie es im Rezept stand. Ist das Rezept vielleicht aus dem falschen Kochbuch? Ich hab's nicht aus dem Kochbuch. Es war ein handgeschriebenes Rezept in Hieroglyphen. Da wirklich kaum zu entziffern. Wie kann man da so eine schlechte Handschrift haben? Es war eins von Mamas Rezepten. Ja, dann gehe ich wieder. Entschuldigen Sie, probieren Sie doch wenigstens das Gemüse, das schmeckt bestimmt. Nein, danke, ich. Danke. Was ist denn mit ihm los? Vielleicht hätten wir ihn nicht an Mutter erinnern sollen. Jedenfalls das nächste Mal probieren wir es besser mit einem Rezept aus dem Kochbuch. Ein Kaffee, der Herr. Grazie, Signorina. hallo ihr zwei. Oh, unsere Braut sucht bestimmt den Bräutigam. Errate. Da müssen wir dich leider enttäuschen. Tim ist nämlich in Köln. Oh, schade eigentlich. Machst du mir dann auch eine Tasse Kaffee, bitte? Ja, gerne. Und, wann läuten die Hochzeitsglocken? Langsam. Wir sind gerade mal ein paar Tage verlobt. Ja? Ja und? Jung gefreit, noch nie gereut. Wann ist es bei euch soweit? Na ja, Sophie ist eine gute Partie. Die hat zum Beispiel eine Kaffeemaschine. Du hast es gehört. Ich danke dir. Unter diesen Umständen müssen wir natürlich auch heiraten. Mhm. Ja, und dann könnten wir auch gleich eine Doppelhochzeit feiern. Ach, du willst ja nur sparen. Zum Quatsch. Nein, kein Quatsch. Du hast uns auch nicht zu deiner Verlobungsfeier eingeladen. Das war ein reines Familienessen. Für meine Freunde wollte ich wohl noch eine kleine Feier machen. Schön. Ja. Wann denn? Da ich ein Mensch von spontanen Entschlüssen bin, wie wär's mit morgen? Also, ich hab Zeit. Also, ich bin sowieso hier. Okay, also dann morgen Abend. Vielleicht könntet ihr beide euch bis dahin auch überlegen, ob ihr mich doch noch nachziehen wollt. Ach, genau. So, das Essen ist fertig. Sagst du Kira und Sophie Bescheid? Muss das denn sein? Sonst hätte ich dich ja nicht gefragt. Ach, da seid ihr ja. Oh, es kann losgehen. Was? Naja, das Essen. Ich habe für euch mitgekocht. Ach. Wir wollten eigentlich gerade zum Italiener gehen. Oh, das trifft sich ja wunderbar. Ich habe italienisch gekocht. Also von mir aus gern. Gut, dann essen wir eben heute bei Da Barbara. Na wunderbar. Kathi, setz dich. Ich wasche mir noch mal schnell die Hände, nicht ja. Warten. Sie wissen wo. Ja. Ja, dann nehmt euch bitte. Danke. Madame. Gero, wie ist das denn mit Sophie und dir? Seid ihr richtig zusammen? Was würdest du denn sagen? Und wie lange geht das schon? Schon eine ganze Weile. Was? Ich
musst gerade an deinen Vater denken. Er würde sich wahrscheinlich am meisten über dich und Sophie freuen. Ja, für Roberto ist nur der ein richtiger Mann, der auch mit Frauen schläft. Hm? Ja, er konnte sich nie vorstellen, dass du bei Sophie übernachtest, ohne dass sich irgendwas abspielt. Dann hat Roberto in diesem Punkt ausnahmsweise mal recht gehabt. Hört das Gedröhne bis auf die Straße. Was soll denn das hier werden? Ja, wir machen die Regale sauber, da ist schon ewig nicht mehr gewischt worden. Es muss ausgerechnet abends sein, was? Wir haben nun mal angefangen, dann müssen wir es auch durchziehen. Tja, ich geh hoch, mich frisch machen, hab gleich noch einen Termin. Also, weitermachen. Hm, zu Befehl, Papa. Wie du wünschst, Papa. Bitte reg dich nicht auf, Papa. Spannungsfeld der beiden Metropolen hatte ihn nie. Aus stammt der Satz, die Größe der Haufen, in dem ich lief. Bist du ja endlich. Warte schon seit... Hallo. Wer sind Sie denn? Tim Sander. Hallo. Tim Sander? Tim Sander? Helfen Sie mir mal, ich kann Sie im Moment nicht richtig einordnen. Ich bin der Verlobte von Julia. Sie sind das. Da kann man Julia eigentlich nur gratulieren. Ich bin Charlie Schneider, Clarissas Freundin. Und Sie warten hier auf Frau von Anstetten? Ja, ich weiß auch nicht, wo sie steckt. Wahrscheinlich hackt sie wieder irgendetwas aus. Ja, da könnten Sie recht haben. Abend. Immer noch nicht fertig? Dauert nicht mehr lange. Ich muss nur noch das letzte Regal einräumen. Susanne nicht da? Die ist unter der Dusche. Aha. Wie war Ihr Termin? Die Geschäftsessen so sind. Aha. Ist das Ihre Frau? Ja, tun Sie bitte das Bild wieder dahin, wo Sie es hergenommen haben. Ihr Blick. Sie war bestimmt eine sehr warmherzige Frau. Ja. Legen Sie das Bild bitte weg. Bin ich auch schon fertig. Kommen Sie morgen auch? Ja, ich habe mit Susanne ausgemacht, dass ich dreimal die Woche komme. Gut. Dann beschränken Sie bitte morgen Ihre Aufräumaktion auf den Keller. Dort gibt es einen Haufen altes Zeug, das muss aussortiert werden. Hier will ich meine Ruhe haben. Na dann, gute Nacht. Gute Nacht. Ich muss schon sagen, unseren Italiener stechen Sie locker aus. Oh, danke schön. Wenn es nur nicht immer so viel Arbeit wäre. Mm. Genau. Deshalb schlage ich vor, Katrin, ich räume schon mal ab und ihr macht es euch bequem. Oh, da sagen die gar nicht nein. Kommen Sie mit auf den Balkon? Okay. Ja, ich denke, sehen wir uns wohl öfter in der nächsten Zeit. Ja, das ist gut möglich. Obwohl ich heute Morgen schon ein bisschen überrascht war. Nicht, dass Sie mir nicht sympathisch sind, im Gegenteil, aber dass Gero plötzlich mit einer Frau nach Hause kommt, damit habe ich gar nicht gerechnet. Sie verstehen, wie ich das meine. Ja, natürlich. Wir waren ja selbst davon überrascht. Glauben Sie denn, dass diese Beziehung von Dauer sein wird? Um ehrlich zu sein, ich weiß es selbst nicht. Mir ist natürlich klar, dass Gero nach wie vor auf Männer steht. Haben Sie denn gar keine Angst, dass er sich wieder in einen Mann verlieben könnte?
Mann oder Frau, das kann beides passieren. Aber wer denkt denn schon dran, solange es gut läuft? Da haben Sie allerdings recht. Ich will es auch überhaupt nicht beschreien. Ich freue mich sehr für Sie beide. Und ich habe Gero lange nicht mehr so glücklich gesehen wie jetzt. Also, was soll's. Ja, so sehe ich's auch. Die Sachen Ihrer Frau, die wollen Sie doch auch weggeben, oder? Was heißt? Sie vermissen sie sehr, stimmt's? Vielleicht sollten Sie einfach mal versuchen, mit ihr zu reden. Wie bitte? Sie sollten mit ihr Kontakt aufnehmen. Sie wird sie bestimmt hören. Und es ist bestimmt gut für sie. Und für Ihre Frau. Na, du nass? Na? Was ist denn? Es ist nur... Seit du mir von deiner Krankheit erzählt hast, ja? Naja, da denke ich oft, wie wichtig jeder Augenblick ist. Jeder Augenblick, den wir beide zusammen sind. Ja, ich, als ich damals die Krankenhaustür hinter mir zugeschlagen habe und zum ersten Mal wieder frische Luft geatmet habe, da hat für mich ein neues Leben angefangen. Seitdem genieße ich jede Minute. Julia! Julia! In genau 3 Wochen ist das übrigens 2 Jahre her. Ja, ich weiß. Und in genau 1 Jahr gibt's noch was du feiern kannst. So. Was denn? Deinen ersten Hochzeitstag. Ich will, dass wir in 3 Wochen heiraten.